denn das? Quatsch doch nochmal in den Start rein. Ich zähle extra an und du quatscht. Moin, moin, Leute. Willkommen zurück zu Aragami. Jetzt darf die Tussi reden. Leck mich am Arsch. So. Willkommen zurück bei Aragami. Wir haben ein bisschen Private, Alter, ich bin jetzt voll der Gangster. Ich rede jetzt Englisch und Deutsch, yo. Wir haben ein bisschen privat weitergespielt und ein paar Punkte geholt. Und die verlorenen Rollen, die wir idiotischerweise teilweise krass übersehen haben, und das war wirklich idiotischerweise, weil einige lagen so, ja, wie soll man sagen, so offensichtlich, dass es eigentlich schon weh tat. So. Und demnach haben wir noch ein paar Punkte über. Meine Sicht seht ihr nicht. Deswegen, ich glaube, ich nehme mal Sakaku. Erschaffe einen Köder, um da Feinde abzudecken. Das können wir, Das war glaube auch so mein ich. Gedanke. Oh. Ist ja Ja, egal. gut. Können wir ja beide nehmen. Oder ich nehme Wanmoku, enthülle da Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Sakaku 2, der Köder explodiert, wenn sich jemand Feind nähert. Dabei werden umstehende Gegner geblendet. Geil. Ja, das könnte ich sogar schon erlernen bis Stufe 2. Oder Kage 2, Feinde können dich nicht hören, solange Kage aktiv ist. Okay, dann nehme ich mal Wanmoku. Mal schauen, ob das was bringt. Ich nehme Sakaku. Das hört Sakaku. sich so scheiße an. Sakaku, ich gehe mal Sakaku. kacken. Oh nein. Wie ich Oh gehe mal. nein. So, und ich Oh lerne. nein. Ich behalte mir das jetzt mal auf, weil da kann ich Schienen 2 nämlich gleich noch lernen. Und dann platziere deine Schienen auf dem Rücken eines lebenden Ziels. Niemand wird es kommen sehen. Boah, das will ich so ausprobieren. Ja, ich werde noch Kunai 2 lernen. Ich habe ja noch ein paar Punkte. So. Aragami, Neuigkeiten von Kurosu. Wir haben den sanften Kunsoi-See beinahe erreicht. Dort befindet sich der nächste Talisman. Das heißt, dass schon vor Ewigkeiten die Bauern dieses Landes hier ihre Götter um Regen angefleht haben. Ikayo liebt es scheinbar, heilige Orte zu entweihen. Ja, definitiv. Warte doch mal, ich bin noch nicht fertig mit. Jetzt haben die es. Wo war Koroso? Ich habe ihn gar nicht gesehen. In dieser Form habe ich eine telepathische Verbindung zu ihm. Hast du dich noch nicht gefragt, wie meine Erscheinung einen ohne Lungen mit dir sprechen kann? Schon verstanden. Das war ein Sarkasmus getränkt, Alter. So, jetzt warte noch kurz. Ich hab noch 2 Punkte. Was Ich kann hast du doch schon jetzt? Du hast mal. jetzt Ban Ich kann mich doch Moku. schon mal umgucken, Du Junge. hast Ban Moku jetzt genommen, oder? Ja, Banbuku. Dann nehme ich noch Kage. Oder? Wie wählt man die Nee, Fähigkeit? Kurosuna nehme ich. Wie wählt man die Fähigkeit eigentlich doch mal aus? Mit Wenn du B. wie wo guckst. Hä? Mit B. Ah. Okay, ich bleibe aber erstmal bei Schienen. Und ich denke, das können wir gebrauchen. So, von da vorne ist einer. Warte mal, warte mal. Steh mir doch mal nicht im Weg, Junge. Du bist übrigens grün und nicht blau mehr. Was? Mit. Okay, da oben ist einer mit Bogen. Kannst du den ausschalten? Über mir. Jetzt haut der ab, Alter. Ich bin da. Dreh dir jetzt gerade den Rücken zu. So, erstmal kurz wechseln. Aber pass bitte auf, dass er nicht wieder runterfällt, ja? So, er ist weg. So, der jetzt da gleich wiederkommt, den hole ich mir. Da ist aber noch ein Bogenschütze. Pass auf. Auf der anderen. Ja, ich will ja warten, bis der nach vorne kommt. Der hat irgendeinen gesehen, dich oder mich. Ja, mich hat er ja gesehen. Ich muss das Glöckchen bimmeln, aber ich weiß nicht, ob hier noch wer in der Nähe ist. Ich gucke gerade. No risk, no fun. Sag mal, checkst du das jetzt mal oder bist du dumm? Der kommt. Das war immer mit der Ruhe. Der hat mich geblockt, der Wichser. Ja, das wird dann mal wieder nur eine Folge, in der Talons alleine spielt. Viel Spaß. Ich hab Feierabend und kann mir die Hände wärmen. Du machst mir schon wieder Arbeit. Du ziehst die Folgen unnötig in die Länge, in denen du 3 Stunden am selben Fleck stehst. Ich. Da unten ist noch einer. Da ist noch ein Bogenschützen da hinten.
Jetzt hast du es ja sowieso, sowieso verkackt, weil der hat jetzt die Leiche gefunden. Ist mir schon, sie haben eh schon gerufen. Ich würde eigentlich den Bogenschützen da hinten gerne kriegen. Dann wäre das kein Thema. Hui! Jetzt musst du den dir hier vorne holen, aber der rennt. Jetzt kann ich ihn nicht mehr holen. Ein Jäckchen! Da kommt er zurück! Machst du nicht komplizierter, als es sowieso schon ist. Okay, er ist zu dumm. Er hat jetzt erst die Leiche gefunden. Der rennt die ganze Zeit darum. Ja. Er hat es nicht gecheckt, der Vollhorn. Wenn dann richtig. Guck mal, Alter, wie der seinen Arsch in die Luft hebt. Ja, bei mir nicht. Fuck, bei mir schon. Oh, den kannst du begatten. Den kannst du Kinder machen, Alter. So, jetzt muss ich mich hier erstmal umgucken. Wie geht's? Ich würde erstmal links freiräumen. Nein, er geht rechts lang. Warum interagiere ich überhaupt mit dir? Du hast sowieso nichts zu. Warum? Alles okay. Alles okay, ich bin zwar nur 5 Mal gestorben, aber alles okay. So, da drüben stehen nämlich 2. Das ist eine Schriftrolle hinter dir. Und wenn du dir die holst, werden die dich wahrscheinlich bemerken. Da musst du nicht hin, wo du hin willst. Der eine Typ wird den bemerken, wenn du den jetzt umbringst, und dann kommen die. Gemacht. Glöckchen geläutet oder was? Ja, aber sag, das schaffst du nie im Leben. Ja, ich wollte mal diesen Schattentoppelgänger ausprobieren. Ich weiß ja nicht mal, wie der funktioniert richtig. Musst du erstmal anwählen. Wie? Dafür musst du aber auf dein anderes Ding verzichten. Auf dein... Das ist mir schon klar. Nicht springen. Nee, ich hab's gerade gesehen. Er hat mich auch schon entdeckt. Ja, er hat nur blind geschossen. Der hat nur aus Provisorium. Ist er runtergefallen? Nee. So, den von oben töten? Aber bitte nicht in der Nähe vom Licht. Lass mal gucken, wo er lang geht. Kommt jetzt, er müsste jetzt... Ja, ich weiß, was ich mache. Er hat mich bemerkt. Nee, das hat mich... Ich hab mit den Glöckchen geglöckelt. Gelöckelt. Ich wollte den da hinten hin, weißt du, Alter? Ja, ich hätte ihn auch im Licht töten können. Solltest du den einfach durch die Palette da vorne locken? In Kuda hebe ich mir noch auf den Bogenschützen, kriegen wir anderweitig. Denk an den Bogenschützen. Lass uns jetzt erstmal hier lang gehen. Ich schnapp jetzt erstmal den Bogenschützen. Und der macht clever, natürlich... Wenn wir es nämlich clever anstellen, können wir uns beide gleichzeitig holen. Weil bei dem anderen liegt das nicht in Blickrichtung. Bist alleine. Oder auch nichts. Da habe ich mich vertan, sorry. Ja, du wolltest auch mal alleine spielen. Ja, super.
Nicht so. Da kommt. Heimlich, wenn die da jetzt rumlaufen wie so aufgescheuchte Hühner. Hier ist eigentlich die beste Möglichkeit, die Aula auszuschalten. Nicht unbedingt. Ja, guck mal, wie ich hier. Ich unter. Bist du jetzt verreckt, ey? Da unten, den kannst du jetzt erwischen. Lass mal nicht 5 Sekunden auslaufen. Ah, theoretisch muss ich den erwischen, aber wie? Einfach einen Schatten runter ziehen. Kann ich hinter den springen gerade. Der geht jetzt wieder da hinten in den Brunnen ran. Sag mal, das ist so das Einzige, was ich an Naragami echt nicht mag, dass man einfach nicht wiederbelegen kann. Theoretisch liegst du hier. Ja. Vorsicht, der sieht dich. Das würde nicht mir passiert. Ich finde ihn zuerst sehr. Du bist jetzt übrigens grün. Wolltest nicht mehr blau sein, nicht mehr alkoholik. Eigentlich schon, und in meinem Vorwahlfenster war ich es auch noch. Ja, ja, meistens halt bist du eh schwarz. Schwarz-weiß. Ja, schon wohl. So, wie kriege ich die beiden Spacken da? Die könntest du probieren mit einem Schienen und einem Glöckchen. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Das sieht aber nur türkis aus. Ich glaube, also, da ist noch einer! Das sind insgesamt 3, ja? Ich weiß. So, nee, ich bin falsch gelaufen gerade. Hier unten könntest du jetzt ein Glöckchen... Vorsicht, Vorsicht. Der hatte ich gesehen. Aber den könntest du jetzt dann ausschalten, wenn er ordentlich rumkommt. Ja, jetzt hast du schon mal einen. Vorsicht, der andere kommt. Ich hab's gemerkt. Jetzt schnapp ihn dir. Ein relativ guter Spot. Und jetzt kannst du den letzten noch schnappen. Es sind noch 2. Ach ja, es sind 2. Dann setz hier in den Schatten Schienen und dann glücke das Glöckchen. Ja, ich befürchte aber, dass der andere nicht rechtzeitig kommen wird oder von der anderen Seite, wenn ich Pech habe. Wirst du sehen. Wenn der eine von der Seite kommt und der andere von der anderen, ist ja auch nicht das Problem. Einer. So, beide erwischt? Ja. Ja, wunderbar. Hui! Das Problem ist, ich muss halt warten, bis das Zeichen bei denen über den Kopf ist, sonst wird das nämlich nicht. Aha. So. 21 Meter, da muss ich lang. Ja, du musst da oben oder unten durch die Tür irgendwie. War so gesehen schon richtig. Und das ist so mordgeil. Ich bin da durch. Was oben rum? Vermutlich. Das ist irgendwie aufs Dach. Ja, dann. Ab hoch. Ja. Ducken. Jetzt ist eine scheiß Kameraperspektive gerade gewesen. So, ne, da kann ich hoch. Ah, ja, understand, okay. Jetzt solltest du aber gleich wieder da sein, theoretisch. Ah, ich sehe nichts. Da unten nach rein? Hi. Jetzt bin ich da, jetzt gehe ich mir aber noch die Schriftrolle holen. Ja, natürlich, klar. Ich level dann mal kurz den Schienen auf 2 auf. Oh yeah. Ich sehe 1, 2, eine Wache. Wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich noch? Ich habe einen Punkt.
Scheiße, warum haben das jetzt zwei gehört? Muss vielleicht noch einer kommen. Ja. Aber da paar. Aus irgendeinem Grund haben das nämlich zwei gehört, statt nur einer. Dann ist noch einer. Ja, da vorne ist auch noch einer. Kannst du den... Na, warte. Ich kann gerade den hier vorne gleich gut nehmen. Ja, ich will mich gerade hinter den anderen schleichen. Spring doch über die Balken. Warum? Ich bin doch schon hinter ihm. Okay, kannst du? Ja. Schon erledigt. Nom. Lecker! Warte, ich lasse ihn doch verschwinden. Meine Schatten sind heute besonders hungrig. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gefüttert. So, hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch, durch die Türen. Nee, wir müssen die Dinger ausschalten irgendwie. Das ist nur die Frage, wie und wo. Muss nicht. Ist hier unten irgendwas. Oh, cool. Sein. Ich bin auf dem Fuchsgeist. Ah, hier. Warte. Lass mich sehen. Der große See. Das ist ein verdammt großer See. Ja. Ja. Oh und Gott. Ja. Was ist das? Das ist eins der nächsten Totems. Quasi, beziehungsweise Talismane. Versteckt? Warum? Das ist doch, das riecht schon nach einer Falle. Sie hat mich auf dem Tore im See abgelegt. Ein guter Platz, da muss man ihn, das muss man ihnen lassen. Wir werden einen kleinen Umweg machen müssen. Los geht's. Warte mal, Yamiko. Ja? Ich habe nachgedacht. Was passiert, wenn ich dich gerettet habe? Wenn du mich befreist, wird auch die Kaiserin frei sein. Sie wird ihren General in Windeseile vernichten. Verlass dich drauf. Diese Barbaren sind nicht besonders klug. Sie brauchen ständig jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Ohne den Kaio-General wird sich das Blatt endlich zugunsten unseres Volkes wenden. Nein, ich meinte, was passiert dann mit mir? Oh. Du hast mich beschworen, um dich und deine Leute zu retten. Aber was passiert, wenn ich die Aufgabe erledigt habe? Verschwinde ich dann einfach? Um ehrlich zu sein... Darüber habe ich viel nachgedacht. Die alten Bücher haben kein Wort über dein Schicksal verloren. Nur, dass das Sonnenlicht einen Aragami aus dem Reich des Irdischen befreit. Keine Sorge. Legenden haben nichts Schlimmes vorhergesagt. Ich lasse mir was einfallen. Immerhin habe ich dich ja beschworen. Stimmt's? Stimmt. Entschuldige. Alles wird gut, versprochen. Du musst dich konzentrieren, Aragami. Das Schicksal meines Volkes hängt davon ab. Ich bin konzentriert. Geh mir doch einen Sack, Alter! Ich bin die Konzentration höchst selbst. So. Ja. Sagen wir, gehen unten raus, oder?